Servus, liebe Leute, und wir springen ins Finale. Oh, ich bin leider nicht dabei, tut mir leid. Schade, ich hab's ein bisschen verkackt. Naja, wegen einem Punkt habe ich gegen Dead Legend verloren. Aber obwohl ich gegen ihn gewonnen habe, ist auch cool, weil er höher gegen Jonas gewonnen hat und ich gegen den verloren habe. Keine Ahnung, müsst ihr so sehen. Auf jeden Fall echt lässig. Also ich würde sagen, schauen wir uns einfach das Finale an, gönnen Sie uns. Es ist Best of Three. Also wer ist so zwei Matches gewinnt von den beiden, der ist der ehrenvolle Sieger. Und ja, Preise gibt's bei diesem Turnier noch nicht. Gibt's vielleicht beim nächsten Mal, keine Ahnung. Ob da jemand was bereitstellt, kein Plan, gibt's bestimmt irgendwann mal was. Müssen wir noch schauen. Wenn es auch gut ankommt, stelle ich einfach mal was zur Verfügung. Ja, aber dann müssten es auch ein bisschen größere Turniere sein, nicht so 10 Minuten, 20 Minuten. Aber es sind vier Folgen dadurch entstanden. Zwei, drei, vier, drei oder vier Folgen. Pascal, du bist eine Lusche. Ja, ich weiß, danke. Gut, auf jeden Fall sehen wir mal ein episches Battle zwischen Dead Legend und Hunerstier. Schreibt mal in die Kommentare, Hunerstier, wie das wirklich ausgesprochen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Hühnerstier, ach, ich, was? Naja, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren. Und ihr seht, es sieht eigentlich ziemlich, ziemlich gut aus für den Hühnerstier, denn der hat nur noch 480 HP auf dem Gegner-Tower. Und das ist nicht mehr wirklich viel. Der Ballon wird abgelenkt, das ist schon mal sehr gut. Denn der ist eigentlich die Haupttaktik von dem guten Dead Legend. Und jetzt wird's tough. Jetzt wird's, jetzt ist der Tower down. Jetzt ist der Tower down. Jetzt hat er leider verloren, der gute Dead Legend. Ah, das, was? Das war immer eine faire Reaktion. Hunerstier hat den Feuerball auf das Hauptgebäude gedonnert, damit, wartet, ich stelle das Ergebnis raus. Ne, das war der alte Fight. Wir warten bis zum Ergebnis, bis gleich. Da ist das Ergebnis, wieder zweifache Geschwindigkeit. Und wir schauen mal rein, was da so gehen wird. Bin gespannt. Keine Ahnung. Hunerstier hat das erste Match gewonnen und die Regeln waren, dass Dead Legend sein Deck ändern darf. Das heißt, Verlierer darf sein Deck ändern, Gewinner nicht. Und ja, ist eigentlich eine coole Idee. Da der Gewinner eigentlich nichts ändern braucht, weil er gewonnen hat und der Verlierer kann ein bisschen anpassen. Könnte zum Beispiel genau gucken, was der Gegner hätte. Aber da hat Dead sich jetzt keine Zeit gelassen, der hat einfach sein gleiches Deck behalten. Ist ein Ehrenmann, da an dieser Stelle noch Grüße gehen raus. Richtig so, finde ich eigentlich auch ganz cool. Finde es mit Deck ändern allgemein nicht so cool, denn ja, das ist halt wie eine Glückssache. In der Arena kann man auch nicht das Deck ändern, deshalb ist so ein Turnier so ein Schwachsinn. Dann kannst du genau gucken, ah, Packer brauche ich Skeleton Army, ah, Packer brauche ich Minion Horde, sowas in die Richtung. Tesla, Inferno, und dann macht man das einfach nicht. Dann bockt sich das Spiel auch nicht mehr so ganz. Und ihr seht, der Eismagier rasiert den Ballon ziemlich gut. Jetzt muss der Dead Legend unbedingt was machen, sonst hat er jetzt gleich verloren, das wäre bitter. Und er braucht ja zwei Siege. Das ist ja nicht nur der Kampf, sondern er muss ja noch einen gewinnen. Ist aber schwierig, denn Hunor hat einfach ein geiles Deck, muss ich schon sagen. Kann ich, teste ich vielleicht auch mal aus. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Kanone habe ich zwar nicht hoch. Den Knall habe ich zwar nicht hoch. Die normalen Goblins habe ich zwar nicht hoch. Aber scheißegal, teste ich mir vielleicht trotzdem. Es sind 10, 9, 8, nicht mehr lang. Und es ist wahrscheinlich vorbei. Vorbei. Glückwunsch an dieser Stelle an Hunor. Stier, Hunor. Ich nenne einfach Hunor. Glückwunsch zum Turniersieg und an Dead Legend. Glückwunsch zum zweiten Platz. Das ist auch eine gute Sache. Will noch die Kommentare kurz lesen. Warte. Und Glückwunsch, Huno, unerwartet. Okay, also hätte Deck wechseln können, aber Glückwunsch an dieser Stelle. Huno Stier, hier nochmal sein Profil. Hat gewonnen, also Glückwunsch. An dieser Stelle, ich weiß nicht, würde ich jetzt in die Clan-Beschreibung schreiben, wenn ich jetzt der Leader wäre, bin ich leider nicht, also kann ich leider nicht machen, so Turniersieger, Hunerstier, aber keine Ahnung, sieht man auf jeden Fall dann. Glückwunsch an dieser Stelle, ich würde sagen, lasst auf jeden Fall mal ein Like da, wenn euch das ganze Turnierprojekt gefallen hat, dann würde es öfters kommen und ansonsten bin ich raus, haut rein, bis dann, schönen Abend noch, ciao, ciao. Limba română se dă răsprind țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam avut pize ca aia deci puie băi te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul G pe GPS când ai el la bară te faci foc și pară blocul pentru tine în sat pe verticală crești la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din X5